Das ist der Traum. Deswegen mache ich das. Das war ganz spontan. Ein Freund hat mich angefragt, ob wir nach Chemnitz fahren wollen und den Bouldersport ausprobieren in der Halle. Und das haben wir zweimal gemacht. Ja, Anfangserfolg war da. Ich war motiviert und so hat das angefangen. Es gab eigentlich einen Moment. Ich bin mit drei Freunden im Kletterurlaub gewesen in Frankreich. Und ich bin eine Route nachgestiegen, die nicht über meinem Niveau lag. Aber die Bewegungen waren schwierig für meinen Kopf nachzuvollziehen. Und ich habe mich an dieser Stelle gezwungen, das einfach zu machen. Und da war für mich ein Knackpunkt erreicht. Einmal, was die Kletterei vorangebracht hat, aber auch, was für mich so ein bisschen die Leidenschaft auch vorangetrieben hat. Ein Freund von mir hat den Vorstiegssturz gehabt, was mich sehr auch getroffen hat. Es ist nichts passiert, also er war sicher. Aber das hat für mich schon, habe ich kurz überlegt, ob ich das wirklich machen möchte. Es war in Sächsischen Schweiz eine Kletterei und ihm ist ein Griff ausgebrochen. Und er ist kopfüber in seinen Gurt gefallen. Und die Sichernden hatten alles im Griff, es war alles okay. Draußen klettern bedeutet immer viel Zeit einplanen, viel Zeit miteinander verbringen. Das ist der eine Punkt. Zum zweiten ist die Aussicht einfach besser, wenn man ganz oben ist. Und ja, es ist eigentlich mehr das Gemeinschaftsgefühl. Es wird viel gegessen, viel getrunken, Sport gemacht nebenbei. Es ist eine Art Lebensgefühl, das mir sehr zusagt.